So, zack, 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 zack. Einmal den wunderschönen Feta halbieren. Ja? Ja, oh, ja, 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 ja. Ah, war nicht genau in der Mitte. Machen wir gleich nochmal. Also, es gibt einen gratinierten Feta. Einen gratinierten Feta aus dem Backofen mit einem Mango-Avocado-Salat. Schau mal her. Zack, den Feta hier in die Mitte auf den Teller. Und dann nimmt ihr idealerweise einen braunen Zucker und gebt den braunen Zucker vorsichtig hier auf den Käse, wa? So, genügend. Ja, dieses Salz noch oben drauf. So, und jetzt stellt ihr euren Backofen auf maximale Temperatur, ja, also Grilleinrichtung, zack, haut das Ding unten rein, das dauert vielleicht so 3 Minuten, dann ist er gratiniert. So, Freunde der Nacht, jetzt geht's los. Einmal mit so einer schönen Mango. Schaut mal her, die Mango hat einen ellipsenförmigen Kern. Deswegen die Mango so aufstellen und am Kern entlang die Mango schneiden. Okay, am Kern entlang schneiden, die Mango auf die Schnittfläche legen und jetzt mit einem schönen scharfen Messer die Mango schälen. Das geht echt am besten, ja. Klar könnte man so einen Sparschäler nehmen, das ist aber alles irgendwie nichts Weltbewegendes. So, dann einmal halbieren der Länge nach und nochmal halbieren und jetzt in Streifen schneiden und die Streifen, man höre und staune, in Würfel schneiden. Es gibt ja einen schönen Mangosalat und wenn ihr in Thailand schon mal wart oder in Asien oder sonst irgendwo, es gibt keinen Mangosalat ohne Chili, ja, und ohne Koriander. Und, aber pass auf, mit dem Koriander mache ich jetzt Folgendes, den lasse ich heute einfach mal raus. Ich mache den mal so ein bisschen anders. Ja? Also, Mango, Chili, dann eine Avocado und Mango, Chili und Avocado werden erstmal klein geschnitten und kommen dann in eine Schüssel rein. So, das schaut schon mal schön aus. Dann zwischenzeitlich, vor der Nacht, Pinienkerne in eine Pfanne, mittlere Temperatur und ich sage euch eins, die verbrennen leicht. Also, was wie schon Pinienkerne verbrannt sind und es ist wirklich sehr ärgerlich. Jetzt zu dem Dressing. Ja, ich gebe dazu etwas, schaut mal her, geräuchertes Paprikapulver. Sehr genial. Dann ein Schlückchen Tandoori-Paste. Bekommt ihr in jedem Supermarkt. Und hier, Liebig, haben wir übrigens ganz neu im Shop diese unfassbar geile Himbeergeschichte. Ja, mit wenig Säure, viel Frucht, also viel Himbeerfruchtpüree, ein bisschen Essig und das Ganze ist wirklich kulinarisch ganz weit vorn. Ja, dann unser gutes Olivenöl noch. Ihr wisst ja, so ein gutes Olivenöl nimmt man zum Kochen für die kalte Küche. Ja, da wird es nicht angebraten, das ist ja viel zu schade. So, okay. Jetzt mal ganz schnell in Richtung. Ah, schau mal her. Wir sind schon fertig. So, wie lange hat es gedauert? Ja, ordentliches Kochfeld, gute Pfanne. So müssen die ausschauen. Ich schau mal zum Teller. Ja. Wie lange war er drin? 2, 3 Minuten? Bisschen noch. Das schaut geil aus. Sehr, sehr schön. Okay, wir kommen zum schönsten Teil des Kochens, zum Anrichten. Ich muss natürlich aufpassen, der ist sehr schön weich. Und der zerfällt dann auch so wunderbar. Und obendrauf kommt jetzt dieser Salat. Und auch ein bisschen um den Teller herum. Schön andächtig, meine Lieben. Atmen nicht vergessen. Das Anrichten ist ja immer so eine sehr schöne Sache. Dann kommen die Knuspergeschichten hier drüber.
last but not least nochmal was von dem absolut besten Olivenöl dieser Welt. So schmeckt es genial. Ready for takeoff. Boah, das esse ich jetzt. Schönes Stück Baguette dazu, Gläschen Rotwein. Boah, das fehlt ja mal ein bisschen anders. So leicht scharf, toller Geschmack. Durch dieses Karamellisierte mit dem braunen Zucker ist es wirklich ein kulinarisches Highlight. Blitzrezepte. Guten Appetit.